Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Heute habe ich wieder keinen richtigen Wien-Tipp, sondern einen Buch-Tipp. Und zwar geht es um das Buch Ich bin ein Kind der Stadt, Wienerin seit 1943 von der Chris Lohner. Da beschreibt sie ihre Kindheit in Wien. Also sie ist 1943 eben geboren und das Buch geht ungefähr bis 1955, bis zum Staatsvertrag. Und die Chris Lohner, denke ich, kennt eh jeder, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob sie in Deutschland auch so bekannt ist wie in Österreich. Sie ist Schauspielerin, Autorin, hat als Fotomodell gearbeitet und wirklich bekannt ist sie dafür in Österreich, dass sie die Ansagen bei der ÖBB macht und dass sie Fernsehansagerin viele Jahre lang war. Sie hat eine sehr tolle, markante Stimme und es gibt das Buch auch als Hörbuch. Also das Buch ist voriges Jahr erschienen, hat 197 Seiten und als Hörbuch dauert es 2,5 Stunden ungefähr, wird von ihr selbst gelesen, was natürlich auch die Qualität sehr hebt. Und gibt es zum Beispiel bei Apple Music, also wenn das jemand abonniert hat, wie ich zum Beispiel, da gibt es auch einige Hörbücher und eben auch dieses hier oder gibt es auch bei Audible. Und die Buchpräsentation hat voriges Jahr im Frühling 2020 stattgefunden. Die konnte nur online stattfinden auf Facebook und das kann man sich auch auf YouTube anhören. Und ich werde auf meiner Internetseite einen Link zu diesem YouTube-Video setzen, wo man sich das anhören kann. Dauert ungefähr eine halbe Stunde und sind schon einige Ausschnitte dabei. Und auf YouTube gibt es da auch ein Video mit Versprechern bei ÖBB-Durchsagen, also Hopperlas. Und das werde ich auch verlinken, weil das passt jetzt zwar nicht ganz dazu, aber das finde ich auch sehr, sehr lustig. Und da sieht man auch, wie schlagfertig sie ist und finde ich sehr nett zum Anhorchen. Und sie beschreibt da eben ihre Kindheit in Wien in den Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Und damit alle Daten und Fakten auch stimmen, hat das der Hugo Bortisch geprüft und der hat auch das Vorwort zu diesem Buch geschrieben. Das ist aber im Hörbuch nicht enthalten. Sie ist am 10. Juli 1943 als Wunschkind auf die Welt gekommen, hatte tschechische Vorfahren. Und das Stadtbild von Wien war damals geprägt durch die sogenannten Trümmerfrauen und durch Männer, die verwundet aus dem Krieg zurückgekommen sind mit einer Behinderung, mit einem fehlenden Arm oder Bein. Wien war in die 4 Zonen aufgeteilt, amerikanisch, britisch, russisch und französisch. Und der erste Bezirk, da waren alle 4 im Jeep gemeinsam unterwegs. Und sie hat mit ihrer Familie im 5. Bezirk gewohnt. Ihr Vater war dann später Direktor der Volkshochschule Stöbergasse und sie haben in einer Basenerwohnung gewohnt und dann später in einem Gemeindebau, wo Wasser schon in der Wohnung war. Und sie beschreibt da eben verschiedene Dinge, die typisch waren für die damalige Zeit. Zum Beispiel erzählt sie, dass sie sehr gern Straßenbahn gefahren ist und auch Schaffnerin gespielt hat. Und damals gab es eine Messlatte in der Straßenbahn, 1,50 Meter hoch. Und wenn man kleiner war, konnte man mit einem Kinderfahrschein fahren und größer hat man zu den Erwachsenen gezählt. Und andere so typische Dinge wie die Milchfrau, zu der sie geschickt worden ist mit der Kanne, um Milch zu holen. Oder der Eismann, der das Eis gebracht hat, eben um den Kühlschrank kalt zu halten. Oder andere Berufe, der Kesselflicker, der Bandelkramer, der Leierkastenmann. Ja, also diese Berufe, die es in ihrer Kindheit noch gegeben hat, wo Handwerker unterwegs waren, sich vors Haus gestellt haben, dort auf sich aufmerksam gemacht haben und zum Beispiel dann die Leute mit den Töpfen gekommen sind und die dann repariert worden sind. Also Sachen, die auch ich gar nicht mehr kenne. Wobei ich glaube, ein Leierkastenmann, glaube ich, kann ich mich noch ganz dunkel erinnern, dass der bei uns im Hof war und ja, man dann irgendwie Geld gespendet hat, sozusagen für die Musik. Oder das Tröpferlbad ist, glaube ich, auch was typisch Wienerisches, wo die Leute hingegangen sind zum Baden oder Duschen, weil sie kein eigenes Bad hatten. Oder das Vierteltelefon, das kenne ich auch noch, dass sich 4 Parteien im Haus ein Telefon geteilt haben und wenn einer telefoniert hatte, konnten alle anderen nicht telefonieren. Da sind dann manche Leute auch so horchen gegangen, wer telefoniert so lange. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Oder die Kinderfreibäder waren auch typisch für Wien. Also sind so soziale Errungenschaften aus dem roten Wien, vieles aus der Zwischenkriegszeit entstanden. Ein Kapitel widmet sie der wienerischen Sprache. Sie sagt, jemand, der in Wien aufgewachsen ist, kann ja problemlos vom Hochdeutschen auch ins Wienerische wechseln. Das möchte ich bestreiten, weil ich kann das nicht so gut. Und ich tue mir auch schwer, den Titel dieses Kapitels auszusprechen. Herrst, was wüst? Ja, und sie beschreibt da eben einige Ausdrücke, die in der Zwischenzeit verschwunden sind, was sie bedauert. Ja, weil durch Internet und Fernsehen die Sprache halt sehr angeglichen wurde und viele Ausdrücke verschwunden sind. Sie nennt zum Beispiel das Wort verjankern, wo sie sagt, das bedeutet etwas unter der Hand verkaufen. Ich kenne das eigentlich unter der Bedeutung, was verschlampen oder irgendwas verlieren, wenn man nicht gut darauf aufgepasst hat. Und ja, da bringt sie ein paar Beispiele und verweist auch auf das Buch vom Peter Wehle, Sprechen Sie Wienerisch. Und ja, also es gibt auch einige französische Ausdrücke oder sehr viele sogar in der Wiener Sprache, die sich gehalten haben, wie zum Beispiel Jalousie, Trottoir. Jetzt fällt mir gar nichts sonst noch ein, aber da gibt es einiges. Es gab auch viele jüdische Ausdrücke im Wienerischen, die aber teilweise verschwunden sind. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung von Wien während der Nazizeit ermordet wurde. Ja, also wer einen Einblick über den Alltag in Wien nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen möchte, da finde ich dieses Buch sehr gut geeignet. Und es ist auch sehr amüsant geschrieben mit vielen kleinen Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend. Und es ist auch sehr schön zuzuhören, weil sie eben so eine angenehme, sympathische Stimme hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info.